Hallo und herzlich willkommen zu eurer Tageslegung für den 9.7.2020. Ja, der Donnerstag ist ein fabelhafter Tag. Es war schon der Mittwoch so, wow. Also ich bin gespannt, wie der Donnerstag wird. Und dieses Mal möchte ich gerne die zwei auswählen für die Hauptbotschaft, für die Hauptüberschrift. Und ich hoffe, euch geht es gut. Ihr genießt die Zeit und ja, ich habe mich so verliebt in diesen Familienbaumstamm, dass ich wahrscheinlich einmal im Monat so einen Familienbaumstamm machen möchte oder alle paar Monate, je nachdem wie sich's ausgeht, weil der dauert ja echt 3 Stunden lang und deshalb schaut ihn euch auf alle Fälle an, er ist fantastisch. Also ich wünsche, dass ich auch in dieser fabelhaften Reisegruppe mit dabei bin. Es geht auch am Donnerstag wieder wow weiter, und zwar die Partnerschaft. Ja, das kann eine berufliche Partnerschaft sein oder eine Liebespartnerschaft. Du richtest deine Aufmerksamkeit von innen nach außen immer mehr. Du weißt, was du willst. Auch für dich ist dieser Familienbaumstamm sehr wichtig anzuschauen. Er ist sehr, mega, sehr interessant. Ja, so. Wow, die Fliegen. Wow, die Sterne. Also hier geht es auch so wow weiter. Was ist das für eine coole, tolle Woche, ihr Lieben. Wow, wow, wow. So, dann hast du... Vielleicht hast du noch ein Thema, ein karmisches Thema mit einem Freund offen. Vielleicht hast du noch eine Rechnung offen mit einem Freund. Ich glaube auch, dass du ein bisschen zu wachsam bist. Ich glaube, du willst noch viel zu viel und viel zu schnell. Also da ist wieder Geduld gefragt, bekomme ich herein. Ja, das Gleichgewicht ist gefallen. Also du darfst noch viel, viel mehr in die Leichtigkeit und in das Gleichgewicht hineinkommen. Aber du wirst von oben geführt, damit du dein Karma auch auflösen kannst. Ich glaube nicht, dass es so in der Liebe oder mit der Liebe zu tun hat. Ich glaube eher, dass es beruflich, das werden wir dann echt gleich sehen in den 3 Stapeln, aber ich glaube, dass es eher beruflich zu tun hat und freundschaftlich. Ich glaube, irgendetwas kommt in das Gleichgewicht. Es kann auch sein, dass du zum Beispiel einen Freundschaft Plus hattest und du verabschiedest dich jetzt von dieser Freundschaft Plus, weil du jetzt mehr willst von deinem Leben als vielleicht noch vor ein paar Wochen oder Monaten, ja. Aber we will see in den Stapeln, ne? Also definitiv kommst du in dein Vertrauen und in dein Gleichgewicht hinein. Und du drückst dich auch immer mehr aus. Also was du willst, wie du es willst. Ich spüre auch Unsicherheiten, Ängste. Wow. Aber auch die schießen raus, ne? So, zack, 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 zack. Nein, okay. Da möchte der noch her. Dann legen wir die drauf. Hier kommt das Mädchen mit den Blumen. Also du möchtest schon neu beginnen. Aber vielleicht hält dich ein Freund, eine Freundin zurück. Das kann sein beruflich, das kann in der Liebe sein. Irgendetwas oder irgendjemand hält dich noch auf. Natürlich kann es dein inneres Kind sein oder dein Kind, wenn du Kinder hast. Aber ich glaube eher das innere Kind, weil die nächste Karte ist der Blumenstrauß. Ja, also 2x Blumen. Ich glaube, dein inneres Kind möchte noch in die Heilung gehen. Ja, vielleicht ist dein inneres Kind noch zu wachsam, zu ich will das aber jetzt, ja, so wie kleine Kinder und mit dem Kopf durch die Wand, und das funktioniert halt nicht, und das funktioniert schon gar nicht in der Liebe, im Job, in Freundschaften. Also da mit dem Kopf durch die Wand funktioniert nicht.
Das ist auch fast immer in der ganzen Woche dabei, im untersten, meistens unter, im unten kartersten Deck. wow, mein Deutsch, Halleluja. Du wirst die Fesseln sprengen oder du bist gerade dabei, Fesseln zu sprengen. Aber das ist immer, wenn das Universum oder mit meiner Mannschaft zusammen bin und sie sprechen durcheinander, jeder möchte noch was sagen und dann spreche ich mit euch oder zu euch und dann hört sich das meistens für euch natürlich ein bisschen merkwürdig an. Ja. Aber gut, alle die hellsichtig, hellspürig sind und ich bin es ja schon von meinem zweiten, dritten Lebensjahr weg, sehe ich Verstorbene, kann mit Verstorbenen sprechen. Jesus und Mutter Maria waren die ersten, mit denen ich in Kontakt war. Die habe ich immer eingeladen auf meinen kleinen Tisch mit meinem Tee und mit meinem Saft und bin schon zusammengesessen. Das waren so meine ersten Kontakte zu denen. Und ja, und habe sie nie verloren. Ich habe es zwar in der Pubertät kurz weggegeben, aber bei meiner ersten Liebe. Aber das könnt ihr alles in meiner Homepage nachlesen. Hör auf deine intuitiven Gefühle. Ja, du wirst immer mehr auf deine Gefühle achten. Du wirst immer mehr jetzt so sein werden, wie du sein möchtest. Du lässt dich nicht mehr verbiegen wie Brezel. Auch nicht für eine Freundschaft. Und vielleicht hat deine Freundschaft bis jetzt gedient und das war karmisch und jetzt löst du dich von dieser karmischen Verbindung heraus. Ups. So. Ja, belohne dich selbst. Es geht definitiv um dein inneres Kind, ja, wo ich gesagt habe, es könnte sein, dass es um dein Kind geht, aber der Blumenstrauß und das Kind ist für mich eindeutig dass dein inneres Kind. Also belohne dich, dein inneres Kind. Sage dir auch mal, wie gut du bist. Ja. Sage dir, wie toll du bist. Sage dir, dass du das super machst. Ja. Meine Tochter sagt zum Beispiel immer, du musst dich ein bisschen mehr loben. Ich bin eine sehr liebevolle, strenge zu mir selber. Und ich bin sehr gezielt und fokussiert auf das, was ich will. Also immer dann, wenn ich sage, ich will das, ich erreiche das, ich mache das und ziehe das dann auch wirklich durch. Und das macht mir auch Spaß. Also ich überlege schon lange vorher, ob mir das Spaß machen könnte oder ob ich das machen sollte. Und dann mache ich es, wenn es mir danach ist. Ja? Also so. Aber das ist, sich selbst zu loben, ist einer der wichtigsten Dinge. Ich vergesse das immer und meine Tochter erinnert mich dann immer daran. Hey, Mama, schau mal, wie super du bist. Und es ist echt wow. Ich bin jetzt 5 Wochen mit den Karten auf YouTube und ich habe, ich glaube, 927 Abonnenten. Und ja, bei manchen Videos schon 2000, die es anschauen. Ich bin so geflasht, also vielen, vielen lieben Dank für euer Vertrauen, für eure Begeisterung für meine Karten, so wie ich es lege und wie es bei mir so ist. Ja, ich habe noch von Ehrgeiz gesprochen, von dem, was ich gerade gesagt habe, wer ich bin oder was ich bin. Ja, ich bin sehr authentisch, sehr geradlinig, ich weiß wirklich, was ich will und was ich nicht will. Und das bist du auch immer mehr sein, ja, definitiv. So. Der Garten. Irgendetwas wirst du ansehen, ja. Irgendetwas baust du an, irgendwas siehst du an, auch das kann sein, dass du neue Samen setzen möchtest, ja, irgendetwas neu anbauen. So, da, yes. Gut,
Ihr Lieben, wieder, ich würde es euch empfehlen, in euch zu gehen, die Augen kurz zu schließen, tief ein- und auszuatmen. Und wenn ihr dann die Augen öffnet, oder kurz bevor ihr die Augen dann ganz offen habt, zieht es zu euch zu einem Stapel hin und schaut euch diesen Stapel zuerst an und schaut und reflektiert, wie kann der Stapel mit euch in Resonanz gehen, was möchte der Stapel dir jetzt mitteilen. Und dann würde ich erst zu den anderen Stapeln übergehen. Und du kannst aber auch, das ist meine Empfehlung, ja, du kannst natürlich auch sagen, das ist Liebe, das ist Beruf, das ist Finanzen oder umgekehrt oder Selbstliebe, Liebe, ihr wisst schon, was ich meine. Und das bleibt euch überlassen, wie ihr es macht. Ihr könnt meine Empfehlung nachgehen, ihr könnt es einmal ausprobieren, ihr könnt aber auch ganz individuell die Karten legen. Ja, du kleines Angstmäuschen, was ist los? Wovor hast du Angst, meine Liebe, mein Lieber? Du brauchst keine Angst zu haben, weißt du, weil die Mäuse sind auf der offenen Seite des Buches. Und das heißt bei mir, ja, ich betone es immer bei mir, weil jeder deutet die Karten anders, jeder hat einen anderen Zugang zu den Karten und das ist wundervoll. Also ich finde das immer fantastisch. So, ihr Süßen, jetzt diese Mäuse, diese Ängste, die wirst du aufdecken. Vor dem oder etwas, was du Angst hattest, das ist karmisch. Und schaut mal bei dem Buch hier neben, da ist auch das Kreuz. Und da ist auch das Kreuz. Also irgendetwas Karmisches, auch bei dir, darfst du noch Ängste loslassen, meine Liebe, mein Lieber. Und das wirst du, du wirst deine Ängste gut anschauen. Du bist schon dabei, dein Buch zu öffnen und dir deine Vergangenheit anzuschauen, dass du in das Gleichgewicht wieder hineinkommen wirst. Dann hast du das absolute Glück an deiner Seite. Du siehst du das Glück nicht, weil vielleicht deine Ängste größer sind als das Glück sichtbar. Netti bestätigt uns wieder, ja, also hier sehe ich, da sind deine Ängste größer als das Glück. Und jetzt müsste das eigentlich umgekehrt sein, also umgekehrt auch nicht. Die Ängste müssen raus und dann werden die, das wäre super, weil da schlägst du jetzt schon immer mehr das Glück auf. Du nimmst das Glück in die Hand. Aber mit den Mäusen dazu, da darfst du dir doch ein paar Ängstchen anschauen, okay? Dann hast du deine Gedanken, meine Liebe, mein Lieber. Deine Gedanken wirst du sortieren, ja? Du wünschst dir ja schon das Glück, ja? Aber deine Ängste sind vielleicht noch größer. Und ich sage euch, es können die versteckten Ängste sein, also die nicht sichtbar sind für dich. Vielleicht glaubst du, da habe ich eh immer keine Angst. Und dann ist es auf einmal da und dann schluckst du und denkst, okay, was jetzt? Was machst du jetzt? Was tust du jetzt? Und da wirst du rauskommen. Du wirst dich nicht mehr irritieren lassen. Das möchte ich damit sagen. Wow, schütze dich. Ja, das würde ich dir auch empfehlen, mein Engel. Weil es kann auch sein, dass es nicht deine Ängste sind, weil es auch in der offenen Seite des Buches ist. Vielleicht schlägst du das Buch auf und du erkennst jetzt, wer dir immer wieder etwas eingeflößt hat. Aber mein Engel, du entscheidest immer, ob du das nimmst oder nicht nimmst. Ne? Wenn du noch in Resonanz gehst, dann hast du auch noch irgendwo versteckte Ängste, wie ich es eben vorhin gesagt habe. Ne? Und das darfst du dir anschauen und du musst dich schützen, meine Liebe, mein Lieber. Ja? Also ich mache immer mein eigenes Schutzritual schon seit 13, 14 Jahre alt bin. Jetzt bin ich doch 42, aber schon sehr lange. Und ich mache das wirklich sehr easy und leicht. Ja? Also es ist keine Hexe, wirklich nichts dabei, sich zu schützen, ja, wenn man weiß, wie es geht, wie es funktioniert. Ja? So. What then? Ja, dann bist du ein absolutes Sonnenkind. Du hast die Lebensfreude und du bist das Sonnenkind. Beide Male, schaut mal, sie ist am Ballon, ja, wahrscheinlich, weil sie hält
an den Seilen fest, wo sie schwebt. Ja. Und hier ist auch ein Ballon, ne? Vielleicht möchtest du manches Mal deinen Ängsten davonfliegen. Das bekomme ich auch so herein. Ich glaube auch, dass du deinen Ballon jetzt starten wirst. Deine Lebensreise starten wirst. Du wirst dich nicht mehr verunsichern lassen von einem bellenden Hund. Na, schauen wir mal. Wow, ja. Eine Frau, ein Herr wird dir helfen, in deine Veränderung zu gehen. Vielleicht möchtest du umziehen, ausziehen. Ja, ich bekomme so herein, umziehen, ausziehen, loslassen, hinter dir lassen, die Vergangenheit hinter dir zu lassen, das Kapitel zuzuschlagen, quasi das Buch zuzumachen. Ja, aber du musst dich ein bisschen mehr schützen und unverhofft wirst du vielleicht auch zu einer Dame geführt. Unverhofft und unverhofft kommst du zu Geld und du wirst auf einmal so viel Geld haben, dass du dir vielleicht eine Lebensreise gönnst, auch das kann sein, das ist so eine kleine Reisegruppe, aber trotzdem sage ich es. Ja, das passt wieder mal super zu der Karte Schütze dich und deine Gedanken und die Mäuse und zum Buch. Du musst dich reinigen, mein Engelchen, damit wieder das Licht rauskommt, damit das Licht scheinen möge, damit das Licht sich in dir entfalten kann und nach außen leuchtet, damit du das anziehen kannst, was du möchtest. Das Glück möchte schon zu dir. Das Glück möchte zu dir, 1000%. Aber deine Gedanken sind noch momentan auf den Ängsten. Auf dem Buch, ja, auf der Seite des offenen Buches. Also dir sind deine Ängste schon bewusst, deine Ängste sind dir schon klar. Das ist schon mal der erste Schritt und das ist super. Jetzt brauchst du nur noch, oder wirst du jemanden auch noch kennenlernen, der dir behilflich ist, deine Ängste loszulassen, um das Kapitel endlich zu schließen. Ja? Und dann kommst du zu deinem Glück. Dann hast du nämlich reine Gedanken, du wirst dich täglich schützen, du wirst dich täglich reinigen und entgiften, ja, deinen Körper und deine Gedanken, ja, du machst immer Reinigung mit deinen Gedanken genauso, Gedanken und Entgiften, beides, ja, Körper und Geist, ich sage immer, Körper, Geist und Seele müssen im Einklang sein, ja. Und da hast du ja auch aufgeben und loslassen und das wirst du, mein Engel. Du wirst Dinge hinter dir lassen, was dir nicht mehr gut tut und ich schätze, das ist die Vergangenheit. So, das war jetzt mein allgemein gedeutet, was ich hereinbekommen habe. Jetzt kommen die Singles dran. Vielleicht habt ihr, liebe Singles, noch ein bisschen Angst vor dem Glück. Ja, ihr werdet jetzt lachen. Aber dieser Stapel Nummer 1 hat definitiv noch irgendwelche versteckten Ängste, die noch aufgedeckt gehören. Und vielleicht ist es auch in der Familie drinnen. Und da sage ich auch, schau dir auch den Familienbaumstamm an. Also bei diesem Stapel auf alle Fälle, schau dir den Familienstammbaum an. So. Damit du immer mehr in dein Licht kommst und dein Licht scheinen lassen kannst, damit du in die Lebensfreude kommen kannst, ja, dann wirst du nämlich reine, klare Gedanken haben, wenn du dich schützt und gut reinigst und entgiftest, dann ziehst du nämlich eine Veränderung an. Ja, und die Veränderung wird sein, dass du eine Dame, weil wir haben ja eine allgemeine Legung, eine Dame oder einen Herrn in dein Leben ziehst. Wenn du loslässt, deinen Ex, deinen Ex-Partner, deinen Zwider, deinen Groll, jemanden die Verantwortung zuschieben, also wirklich, dass du wirklich das loslässt, dass du nur mehr du da bist, ja, dass es nur mehr dich gibt, dich in Körper, Geist und Seele in Einklang, ja. Wow, also hier, meine Liebe, mein Lieber, da wirst du aus dieser Situation herauskommen.
So. Dann schauen wir zu Stapel Number 2. Was hast du da? Du hast den Fuchs und du hast die Wolken. Wow. Irgendetwas ist schiefgelaufen in deinem vorherigen Leben. Also irgendetwas war dir immer undurchsichtig. Jedes Mal, wenn du nahe genug dran warst, sage ich mal so, der Fuchs hat sich an die Hühner rangeschlichen. Und jedes Mal, wenn er nahe genug an den Hühnern war, dann haben die Hühner gemacht. Und dann sind sie abgezischt, ja. Dann sind sie abgezischt, ja. Also dieses Abgezischte, das heißt, die sind dir durch die Lappen gegangen, ja. Also sprichwörtlich, dein Fressen haben sich in Luft aufgelöst und du musstest dir wieder ein neues holen. Jetzt natürlich symbolisch gesprochen. Aber der Reiter wollte ja dazukommen zu uns, ja. Also irgendetwas wirst du aber trotzdem in die Bewegung bringen. Der Reiter und der Fuchs schon dieselbe Richtung, ich muss lachen. Also in dieselbe Richtung der undurchsichtigen Wolken. Also verrenne dich bitte nicht, ja, und verzettel dich bitte nicht. Hier heißt es Achtung und Vorsicht, ja. Ein Reiter muss auch sehr achtsam sein und schauen, ja, was ist um dem Pferd, weil er muss auch sein Pferd sehr gut kennen. Weil wenn das Pferd Angst vor einem Bach hat oder Angst vor einer Schlange oder Angst vor irgendetwas, vor einem Hindernis, dann scheucht das Pferd auf, dann stellst du das Pferd auf und dann kann es sein, dass du runterpurzelst. Also hier ist viel Falschheit und viel... da ist irgendetwas nicht so verlaufen, wie du es dir gewünscht hättest. Wir schauen einmal in die anderen Karten hinein, was die uns da sagen möchte. Ja, wer bin ich? Du musst dir eines klar werden immer, wer bist du, wer möchtest du sein und wo willst du hin? Ja. Du hast aber die Verwandlung mit dem Schmetterling. Ja, du wirst dich transformieren von der Raupe zum Schmetterling. Auch du wirst die Vergangenheit hinter dir lassen. Vielleicht war ein Freund nicht ehrlich zu dir, auch das kann sein. Er war immer undurchsichtig, also wie das Ghosting. Ja, mal war er da, mal war er nicht da. Mal war er sichtbar, mal war er unsichtbar. Irgendetwas ist dir weggenommen worden in der Vergangenheit. Ja, oder die Wolken, die dunklen Wolken werden jetzt weggenommen sozusagen. Ja. Und da geht nämlich so ein Pärchen und ich glaube, das ist jetzt so eine leichte Beute für diesen jungen Herrn, weil er abgelenkt ist. Vielleicht schmeichelt diese Frau ihn, ja. Und macht ihm Komplimente und lenkt ihn ab. Vielleicht bist auch du abgelenkt worden, ja, von einer falschen Person. Das bekomme ich auch so herein. Vielleicht dachtest du, das ist der oder die Richtige und dann war er es nicht oder sie nicht. Und jetzt musstest du dich wieder von neuem anfangen zu fragen, wer du bist und in die Transformation gehen. Und dann bekommst du wieder neue Einladungen ins Haus. Vielleicht über das Internet lernst du jemanden kennen. Wow! Die Hochzeit. Du kommst wieder in deine Hochzeit. Ja? Oder du wirst zu einer Hochzeit eingeladen oder du hast selbst eine Hochzeit. Dann würde ich dir auf alle Fälle empfehlen, die Gästeliste noch einmal durchzugehen, meine Liebe, mein Lieber. Ja? Dann, da stimmt etwas mit der Gästeliste nicht. Ja? Irgendeine falsche Person bringt nur Wirbel hinein. Ja? Also, ihr könnt euch natürlich überlegen, was ihr mit dieser Person macht. Vielleicht wisst ihr auch, um wen es geht. Und da entscheidet ihr ganz klug, wo ihr diese Person platziert oder ob ihr die Person überhaupt einladet zur Hochzeit. Das ist jetzt eine kleine Reisegruppe. Ja?
Wenn es mit Hochzeit nichts zu tun hat, dann feierst du definitiv wieder deine Hochzeit, nachdem du dich gefunden hast, nachdem du gefragt hast, wer du bist, ja? Dein Erzengel Michael ist an deiner Seite. Er durchtrennt das, was nicht mehr zu dir gehört, was dir nicht mehr dienlich ist, was du definitiv noch zum Lernen hast, wird bleiben. Aber alles andere wird gehen, ja, also Erzengel Michael entscheidet sehr klug, es ist ein sehr weiser Erzengel und weiß ganz genau, ob dir etwas noch dienlich ist oder nicht mehr dienlich ist, ob du schon etwas gelernt hast oder nicht gelernt hast. Dann hast du im Fluss bringen, das zeigt mir auch, dass du wieder in den Fluss hineinkommst, dass du wieder in die Leichtigkeit hineinkommst, dass du wieder in diese absolute Freude hineinkommst, wo du wieder das leben kannst, wonach dir ist. Ja, und du lässt dir nichts mehr wegnehmen, du lässt dir auch nichts mehr gefallen, denn du hast dich dann transformiert und den angenehmen Brief deute ich so, dass da definitiv diese angenehme wieder das Ruhe reinkommt, dass es wieder angenehmer wird, leichter wird, das nehme ich wahr. Wenn du es auf einen Job geschaut hast, dann stimmt irgendetwas mit der Firma nicht. Ja? Also irgendetwas ist undurchsichtig, also du kommst noch nicht dahinter, aber du wirst dahinter kommen. Ja? Ich glaube auch, dass es sein kann, dass du gekündigt wirst und das ist die absolute Verwandlung dann für dich. Also auch wenn es für dich schmerzhaft ist, es wird dich absolut glücklich machen. Im Endeffekt wirst du mehr Geld verdienen. Du wirst immer mehr in die Leichtigkeit, in den Fluss kommen. Du wirst immer mehr in deine Hochzeit hineinkommen. Also du feierst immer mehr dich und du weißt immer mehr, was du willst. Und du lässt einfach falsche Leute hinter dir. Und dann, wenn du da drinnen bist, wirst du einen Job Angebot wieder erhalten. Das ist Thema Job. Wenn du Single bist, Achtung, 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 jetzt aufpassen. Es kann sein, dass du einen Blender oder einer Blenderin hereinfällst, der irgendetwas von dir will und das undurchsichtig. Ja, vielleicht gibt er vor, jemand zu sein, was er gar nicht ist. Vielleicht zeigt er sich mit einem Pferd. Oder er hat Pferde, oder er gibt vor, Pferde zu haben und dabei hat er keine Pferde. Da Achtung, 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 Achtung vor solchen Menschen, da schaut lieber 10-mal hin, da frag dich lieber 10-mal, ob das die Person ist oder nicht. Denn er wird sich wieder verabschieden, ja? Oder du verabschiedest dich von diesem Herrn. Wenn es um keinen Blender, um keine Blenderin handelt und du Single bist, dann kann es sein, dass du jemanden kennenlernst, der auf einer Bank arbeitet oder ja, auf deiner Bank, auf deiner Hausbank. Es kann sein, dass du ihn auf der Bank begegnest. Es ist eine sehr edle Person. Es ist eine andere Deutung. Ja? Es hat mit der ersten Deutung nichts zu tun. Es ist eine sehr edle Person, die weiß, was sie will, eine sehr weise und kluge Person, aber die Person zeigt sich nicht, wer sie ist. Ja, aber da sind noch Geheimnisse, weil die dunklen Wolken zeigen. Also irgendein Geheimnis hat er noch. Entweder ist er noch verheiratet, verlobt, hat Kinder oder irgend in dergleichen, also, oder Schulden oder was auch immer. Also da ist irgendetwas noch nicht klar, ja. Aber er meint es definitiv dann ehrlich, ja, also da gibt es zwei Schuhe, ja, also da Achtung, ja, Achtung, Achtung, da wirklich gut hinschauen, gut abwägen, ist das die erste Reisegruppe oder die zweite, oder bist du in der zweiten Reisegruppe, also lass dich nicht verblenden, schau auf dich, schau, dass du gut in deiner Mitte bist und du wirst es auch sein, das spüre ich, also du lässt dir da auch nichts gefallen. Ja, als Selbstständigkeit bekomme ich da hier gar nicht herein. Also entweder hast du den Stapel nicht mit der Selbstständigkeit belegt oder sehr wenige.
wenn, hast du auch irgendetwas falsch begonnen. Also irgendetwas ist nicht so verlaufen, wie du es gerne gehabt hättest. Aber du kommst wieder in den Schwung, aber du musst zuerst durch die Wolken durchmarschieren. Also du gehst noch durch eine Undurchsichtigkeit. Dann fragst du dich, wer du bist, und dann verwandelst du dich und kommst immer mehr in deine Hochzeit und kommst dann auch automatisch in den Fluss. Ja, auch das bekomme ich hier rein. Aber das ist wirklich jetzt ganz, da spüre ich eine kleine Reisegruppe. Ich glaube, auf die Selbstständigkeit spüre ich nicht, dass der Stapel gelegt worden ist. Und wenn nur von wenigen. So, hier. So. Voila, voila. Und number 3. What habe du da? Oh, wow, wow. Also diese Konstellation hatte ich auch im, ich glaube am Freitag. Ich glaube am Freitag. Oder am Mittwoch? Ich glaube, ich weiß es nicht. Nein, am Mittwoch. Freitag nicht. Mittwoch. Weiter kommt der erste Freitag, muss ich das drehen. Ach, Halleluja. Ja, also ich glaube, am Mittwoch ist diese Konstellation auch herausgekommen. Ja, also ich weiß es nicht mehr ganz genau, weil ich drehe ja nicht alle Videos an einem Tag. Dann würde ich ja verrückt werden. Auch hier kommt beruflich eine tolle Veränderung auf dich zu. Also dieser Stapel ist ein absoluter Erfolgsstapel. Also egal, was da jetzt kommt. Alles geht in den absoluten Erfolg. Also egal, was du machst, wie du es machst, ob du dich in einen Job bewirbst, ob du selbstständig bist, ob du in der Rente bist, ob du jetzt zu Hause bist bei deinen Kindern. Also irgendetwas wirst du machen, dass du in den absoluten Erfolg jetzt hineinkommen wirst. So, dann hast du... Wow, weil du ein fleißiges Bienchen bist, also dann wäre ich in der Reisegruppe, schauen wir mal. Also das fleißige Bienchen, du warst so fleißig und hast dir den absoluten Erfolg verdient, meine Liebe, mein Lieber. Du hast dir den Erfolg verdient. Vielleicht feiere ich ja schon in dieser Woche meine 1000 Abonnenten. Ja, also viele fehlen ja nicht mehr auf 1000. Dann habe ich wirklich in einem Monat und ich glaube in ein paar Tage erreicht, also 1000 Abonnenten erreicht, und das ist echt schön. Also ich freue mich. Ich freue mich so riesig. Ja, das hast du dir auch zu verdanken, weil du fleißig warst, du warst zielstrebig, du warst ehrgeizig, du wolltest den Erfolg, du wolltest diesen Erfolg, du wolltest das, was du jetzt hast, wirst du erreichen, weil du ganz, ganz brav an dir gearbeitet hast. Und du hast den Lebenselixier, also du hast die Kraft an deiner Seite, das Leben an deiner Seite, also du machst alles richtig. Also hier ist, du hast den Jackpot, ja. So, du kommst definitiv von dieser Haltung, ja, von diesen trüben Gedanken, wie du etwas machst. Vielleicht waren deine Finanzen nicht so in dem Fluss, wie du es hattest. Vielleicht warst du in einer unstabilen Zeit jetzt, und da kommst du definitiv heraus, weil du dir gesagt hast, und jetzt erst recht, und jetzt mache ich etwas, und dann kommt die Gerechtigkeit und die absolute Belohnung dafür. Ja, dann hast du da vertrauenswürdige Führung. Ja, du bist von oben behütet, beschützt und wirst geführt. Deshalb kommst du immer mehr in deinen Erfolg, und es gibt keinen Grund zur Sorge. Also mein Engel, wenn du noch in diesen unstabilen Finanzthemen drinnen bist, ich schwöre dir, wenn du in Resonanz bist mit diesem Stapel, du kommst da raus, du feierst dich mehr und du kommst in den absoluten Erfolg hinein. Dann hast du die mediale Fähigkeit, ja, du bist ein Medium und bist ein wundervolles Medium, kannst Menschen führen und leiten. Du weißt, was du willst, du weißt, was du nicht willst. Du wirst immer mehr annehmen, ja, du wirst Geld annehmen, Klienten annehmen, Kunden annehmen, Abonnenten annehmen. Also du wirst ganz, ganz viel Positives annehmen in deinem Leben und auch in, jetzt in dieser Woche. Und das hat
zudem geführt, dass du in die absolute Stabilität kommen wirst. Ja? Der Baum ist ein bisschen eine Geduldskarte. Ja, vielleicht musst du viel Geduld mitnehmen, aber da du so fleißig bist, ja, und so viel für dich tust und für Menschen und für ja, und ja, zum Wohle aller dienst, wirst du mit Erfolg gekrönt. Ja? Denn du hast die absolute Führung von oben. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Du bist medial gut angebunden mit oben. Du hörst auf deine inneren Führer, auf deine Begleiter, Begleiterinnen, auf dein Team. Du hörst auf deine Gesundheit. Du achtest auf deine Gesundheit. Und hier bekomme ich wieder einen Arzt herein oder eine Ärztin oder eine Krankenschwester. Es ist echt wow. Also es ist lustig. Irgendwie muss ich bald einen Arzt oder eine Ärztin kennenlernen, weil wir gehen ja immer alle gemeinsam in Resonanz und viele von euch haben eine Mail geschrieben oder in den Kommentaren, dass sie einen Arzt, eine Ärztin kennengelernt haben. Also wow, was ist los mit den Ärzten? Also hier kommt echt etwas in Schwung. Ich bin gespannt. Denn es ist auch lustig, denn mein bester Freund hat mir auch vorausgesagt, dass ich einen Arzt, eine Ärztin, also einen Arzt in dem Fall kennenlernen werde und, oder in irgendeinen heilerischen Beruf tätig ist, aber er kriegt immer ein Krankenhaus herein, wo ich ihn kennenlernen werde. Auch das ist echt interessant und sehr spannend zu beobachten. Ja, das könnte natürlich auch ein Krankenhaus sein, ja, wo die absoluten Sterne ist, die Gesundheit genießt. Also wenn du es über die Gesundheit gefragt hast, hier kommt absolute Gesundheit herein. Also du wirst absolut in die Genesung kommen. Ja. Du hast nämlich alles getan dafür. Du hast all deine Vergangenheit aufgeräumt. Auf einmal, auf einen Patzi-Patzi, ja, hast du deine Vergangenheit geschickt, losgelassen. Und jetzt kommst du in die absolute Stabilität hinein, in die absolute Gesundheit. Du nimmst wieder das Leben an. Du lässt dich führen von deinen Führern, von deinen Begleitern. Vielleicht holst du dir auch einen Rat von einem Coach, von einem Trainer. Und du bist in der Gerechtigkeit. Ja, also Gerechtigkeit kommt auf dich zu. So, meine Liebe, mein Lieber, das war wieder mal die Tageslegung. Ich wünsche euch vom ganzen Herzen einen fantastischen Tag. Genießt es und wir sehen uns dann am Freitag. Baba, tschüss!